Als ihr das stark befestigte Bergdorf betretet, seht ihr eine große Gruppe Bergleute um einen Schacht stehen und diskutieren. Ich habe sie aber wirklich gesehen. Ein junger Mann in Bergarbeiterkleidung schaut einem älteren Mann, der gut einen Kopf größer ist als er, trotzig ins Gesicht. Selbst wenn die Aufzugswinde zerschmettern, es hätte doch wohl gereicht, den Korb nicht mehr hinabzulassen, bis wir die Sache geklärt haben. Gibt es ein Problem? Der ältere Mann, vielleicht ein Vorarbeiter, ist so aufgebracht, dass ihm gar nicht aufzufallen scheint, dass er mit einem Zwerg spricht. Michael hier meint, er hätte in der Mine Orks gesehen und hat glatt die Aufzugswinde zerschmettert. Der Korb ist abgestürzt. Und wie sollen wir nun arbeiten? Ich würde sagen, er hat überreagiert, selbst wenn da Orks waren. Wenn da wirklich Orks im Bergwerk sind, hat er richtig gehandelt. Vielleicht können wir euch bei der Reparatur helfen. Das betrifft uns nicht, wir sehen uns weiter um. Vielleicht, er hat richtig gehandelt, würde ich sagen. Ich würde sagen, Orks scherzt man nicht. Wenn die Orks durch die Mine gekommen wären, dann wärt ihr vielleicht alle bereits tot. Ich habe ihr grässliches Grunzen gehört. Und der Gestank. Es war unerträglich. Ihr hättet dabei sein müssen. Ich wollte doch nur das Dorf retten. Der junge Mann und der Vorarbeiter sehen sich für einige Momente schweigend an. Schon gut, schon gut. Michael ist vielleicht nicht der Hellste, aber der Junge hat Mumm. Wenn er sagt, da unten waren Orks, dann waren da Orks. Aber das Problem besteht. Wir können ohne den Aufzug nicht arbeiten. Können wir helfen? Helfen? Nun, wir müssen die Winde reparieren und brauchen einen neuen Korb. Hilfesuchend schaut der Vorarbeiter zu einem Mann neben ihm. Ähnlich muskulös, mit schwieligen, dreckigen Händen und einem kantigen Gesicht. Es wird mindestens 2 Wochen dauern, aber Hilfe brauchen wir dabei nicht. Es sei denn, ihr könnt die Zeit beschleunigen. Ich brauche 1 Tag, maximal 2, wenn es Probleme gibt. Der Vorarbeiter blickt den Technikus verblüfft an, unsicher, ob er einen Scherz gemacht hat oder nicht. 1 Tag? Hast du überhaupt eine Ahnung? Furgas ist der talentierteste Magistertechnikus im geborgenen Land. Außerdem, was habt ihr zu verlieren? Lasst ihm mithelfen. Solange er mir nicht im Weg steht. Der Arbeiter zuckt mit den Schultern. Warum nicht? Ja. Gegen etwas Proviant? Nein, so dreist sind wir nicht. Vor allem Bergarbeiterdorf Proviant zu verlangen. Wir brauchen keine Gegenleistung. Das ist großzügig. Der Vorarbeiter schaut dich misstrauisch an. Er gehört zu der Sorte Mensch, die nicht gern in der Schuld anderer stehen. Furgas macht sich direkt daran, die Winde zu begutachten. Nach wenigen Momenten schickt der Mikael mit einer Liste an Werkzeugen und Ersatzteilen los und erklärt euch, wie ihr die Gondel bauen sollt, während er sich um die rustikale Mechanik der Winde kümmern will. Nach 1/2 Tag ist die Gondel wieder einsatzbereit. Doch Furgas ist noch immer mit der Winde beschäftigt. Du hörst ihn nur murmeln. Bisher gibt es keine automatische Bremse, falls die Seile reißen. Es sollte nicht zu schwer sein, das einzubauen. Ja, bauen eine automatische Bremse ein, sicher ist sicher. Die automatische Bremse einzubauen, aber das kostet mehr Zeit als erwartet. Die Winde von vornherein so zu bauen wäre einfach, doch das Aufrüsten entpuppt sich als kompliziert. Letztlich dauert es 2 Tage, bis der Lastenaufzug wieder einsatzbereit ist. Nach getaner Arbeit meldet ihr euch beim Vorarbeiter. Der Vorarbeiter grinst über sein breites Gesicht. Ihr habt ihm gerade viel Arbeit und Zeit erspart. Wir können euch nicht so gehen lassen hier. Nehmt wenigstens etwas Proviant für eure Reise. Und wenn ihr mal schlagkräftige Unterstützung gegen die Orks braucht, wir finden bestimmt 10 Männer, die von euch lernen wollen. Fordert die Miliz auf, euch zu folgen. Findet heraus, wo die Orks im Bergwerk herkamen. Schaut, was der Händler im Angebot hat. Das ist immer eine gute Idee. Dort können wir nämlich erst einmal das Zeug absetzen. So, Proviant kaufen. Und weiter. Finden wir mal heraus, wo die Orks herkamen. Mit dem reparierten Aufzug fahrt ihr in die Mine hinab. Michael zeigt euch die Stelle, wo genau er die Orks gesehen hat, und ihr folgt dem sich windenden Stollen. Nach 1000 Schritt hast du aufgehört zu zählen, und erst nach mehreren Stunden erreicht ihr einen Ausgang. Der Gestank von Talg liegt in der Luft. Der Stollen führt direkt in ein riesiges Orklager, das den Pass ins Schneewehental blockiert.
Wenn ihr von hier aus angreift, hättet ihr das Überraschungsmoment auf eurer Seite. Ich könnte mir die Sache einmal ansehen und vielleicht unsere Chancen für einen Angriff verbessern. Du erinnerst dich, wie sich der Schauspieler in Mifodania in Lord Ionan und Nudin verwandelt hat. Du traust es ihm durchaus zu, unbemerkt durch ein Orklager zu spazieren. Ich gehe mit. Wenn ich in den Schatten bleibe, werden sie mich nicht sehen. Der Schauspieler nickt dankbar. Ja. Ich ziehe mich jetzt erst einmal zurück. Nein, doch, ich ziehe mich erstmal zurück. Und dann gucken wir uns das nachher nochmal an. Wir gehen mal eins weiter. Das Lager wirkt mit seinen Heerscharen und soliden Verteidigungsanlagen noch immer beeindruckend. Ein Angriff wird schwer sein. Doch Namora und Rodario halten sich bereit, um das Lager zu infiltrieren und zu schwächen. Naja, das können wir auch von hier aus jetzt machen. Okay, dann können wir mal zurück nach Felbach. Das Dorf wird deutlich leerer als bei eurem letzten Besuch. Die meisten Arbeiter dürften nun unter Tage sein. Ja. Weg fortsetzen. Die Ork-Horde ist da unten unterwegs. Beim Abendessen entbrennt, angeführt von Boindil, eine hitzige Diskussion über Giralda. Gelehrter, ich muss wirklich sagen, wir hätten sie niemals entkommen lassen dürfen. Sie ist viel zu gefährlich. Vielleicht folgt sie uns immer noch und will uns im Schlaf abstechen. Vor ein paar Tagen wollten wir Tungdil und die anderen im Wahn ermorden. Sollten auch wir einfach verschwinden? Ich muss Boindil zustimmen. Sie ist gefährlich. Wir hätten sie beseitigen sollen, als wir die Möglichkeit dazu hatten. Ja, sie ist gefährlich, deswegen will ich sie im Blick haben. Was passiert, wenn ich das nehme? Sie ist doch gar nicht mehr da. Sie ist gefährlich. Dennoch hoffe ich, dass sie ihr Glück findet. Ja, wenn sie noch einmal auftaucht, wird sie Bekanntschaft mit meinen Freunden machen. Mhm. Gasthaus, Anleger, Fallbach. Und ja, da unten ist noch Viransien, wo wir später hin müssen. Ich würde mich ja eigentlich gern noch mit der Ork-Horde hier ein bisschen begnügen. Wie an den vorherigen Abenden sitzt Bavragor abseits von den anderen. Doch heute Nacht winkt er dich zu sich. Smeralda, meine Schwester. Du willst wissen, was geschehen ist, nicht wahr? Du nickst und setzt dich. Sie folgte Boindil in den Kampf. Wir versuchten es ihr auszureden. Aber sie ließ sich von anderen so wenig beeinflussen wie ein Berg. Dann kam der Tag. Die hohe Pforte wurde angegriffen. Bavragor trinkt von seinem Branntwein. Er hat sie erschlagen. Vom Kampfrausch geblendet hielt er sie für eines der Ungeheuer. Ich kann ihm niemals vergeben. Er hat meine Schwester getötet. Könntest du? Unweigerlich erinnerst du dich an den Verlust von Lord Ionan, Frala und deinen Patenkindern. Ihr bleibt schweigend sitzen, jeder tief in seinen Gedanken. Boindal tritt an euch heran, der euch entweder gehört hat oder ahnt, worüber ihr spracht. Seine heiße Lebensesse ist ein Fluch. Er dachte, die Orks hätten ihm seine Liebe geraubt und der Ingrimsch kam über ihn. Manchmal ruft er ihren Namen in seinen Träumen. Er würde es nie zugeben, aber er leidet wie Bavragor. Auch er hat sie geliebt. Als der Steinmetz nicht reagiert, gehen du und Boindal zurück zu den anderen ans Feuer. Ja. Die Orks wollen nicht mit uns spielen, die rennen vor uns weg. Gut. Versuche ich unser Glück in Sigrund. Als ihr das mal hübsche Dorf mit den reich verzierten Häusern und dem Palandiel-Tempel im Zentrum betretet, seht ihr schon aus einiger Entfernung eine aufgebrachte Menschenmenge. Die Dorfbewohner bedrängen eine junge Frau, beschimpfen sie und schubsen sie zu Boden. Ich könnte mich jetzt zwischen dem Mob drängen oder einfach die Szene beobachten. Ich dränge mich mal dazwischen. Drückst du dich durch die Menschenmenge und baust dich vor den Dorfbewohnern auf. Was ist hier los? Ein Mann, gehüllt in ein reich verziertes Priestergewand, mustert dich. Palandiel sei mit euch, Herr Zwerg. Es geht euch zwar nichts an, aber diese Frau ist eine Diebin.
Sie und Ihre Handlanger haben die Kornspeicher des Klosters geleert und wollten uns unserem Schicksal überlassen. Das ist gelogen. Wir haben um Hilfe gebeten und diese Leute haben sie uns verwehrt. Ich bin zurückgekommen, um sie erneut zu erbitten. Ja, welche Beweise habt ihr für ein Vergehen dieser Frau? Welche Beweise habt ihr gegen diese Frau? Wir haben den Kornspeicher aufgebrochen vorgefunden. Fast ein Drittel unseres Saatguts und eine nicht unerhebliche Menge an Vorräten sind verschwunden. Und all das nur einen Tag, nachdem Sie und Ihre Leute hier herumgeschnüffelt haben. Das ist kein Beweis. Es könnte sich um einen Zufall handeln. Außerdem, warum sollte die Diebin zurück an den Tatort kommen? Der Priester mustert dich schweigend, während einige Dorfbewohner dir zu verstehen geben, Zwerge sollten sich aus ihren Angelegenheiten bitteschön raushalten. Ja. Was ist geschehen, frage ich die Frau mal. Die Dorfbewohner murren, doch der Priester lässt die Frau gewähren. Mein Name ist Tavia. Ich musste mit meiner Familie aus Tabaim fliehen, als sich das Tote Land ausbreitete. Mein Mann, er... Wir mussten ihn zurücklassen. Der Schrecken in den Augen der Frau deutet darauf hin, was aus ihrem Mann geworden ist. Im Norden wollte uns niemand haben. Es gibt zu viele Flüchtlinge und jeder hat Angst. Königin Wei die Vierte hat jedem Land in Vajon angeboten, wer hart dafür arbeiten will. Doch was sollen wir anbauen, wenn uns niemand Saatgut verkauft? Wir haben einen fairen Preis angeboten, doch Vater Malon... Sie wirft dem Priester einen vernichtenden Blick zu. Er wollte das Doppelte. Der Priester blickt kurz zu den aufgebrachten Dorfbewohnern hinüber. Dann erwidert er mit fester Stimme... Es war ein harter Winter und mit den zunehmenden Ork-Angriffen müssen wir zunächst einmal an uns denken. Auch wir können nicht jedem helfen. Die umstehenden Bauern murmeln zustimmend. Lass die Frau gehen. Wenn ihr wollt, können wir die Angelegenheiten untersuchen. Tut, was wir tun müssen. Wir müssen uns um Wichtiges kümmern. Untersuchen wir mal. Lasst uns der Angelegenheit auf den Grund gehen, um ganz sicher zu sein. Wir haben keinen Zweifel, dass sie es war. Der Priester blickt auf die umstehenden Dorfbewohner, denen der Blutdurst ins Gesicht geschrieben steht. Andererseits, bevor wir etwas tun, das wir nicht rückgängig machen können... Missfallendes Gemurmel erhebt sich, das der Priester mit beschwichtigenden Gesten zum Abebben bringt. Sucht eure Beweise! Ihr da! Sperrt diese Frau so lange im Wachhaus ein! Die Frau wird in ein gedrungenes Gebäude aus groben Feldsteinen gebracht. Die Versammlung löst sich langsam auf. Ja, gucken wir erst und sprechen wir erstmal mit dem Vater oder gucken wir uns erstmal im Lagerhaus um. Du betrittst gucken wir erstmal das Lagerhaus, Lagerhaus an. Des Dorfes. Im Erdgeschoss des zweistöckigen Hauses werden Rüben gelagert. Große Fässer und Tongefäße stehen auf dem Boden und in hohen Regalen. Mehrere Dorfbewohner machen Inventur. Überwacht werden sie von einem schmächtigen Mann, der sie mit finsterem Blick beobachtet und ab und zu etwas auf einer Wachstafel notiert. Ja, ich betrachte mal die Szene weiter. Die Arbeiten gehen gut voran. Der Mann mit der Wachstafel brummt ab und zu zustimmend, wenn ihm einer der Bauern eine Zahl nimmt. Es sollte nicht mehr allzu lange dauern, bis sie mit der Inventur fertig sind. Im ersten Stock stapeln sich Säcke über Säcke. In ihnen dürften sich verschiedene Sorten Getreide und, dem allgegenwärtigen weißen Staub nach zu urteilen, auch Mehl befinden. Ja, es ist zu dunkel hier, kann mal jemand für Feuer sorgen. Einer tragbaren Lichtquelle um. Sieht jemand von euch eine Kerze oder eine Fackel? Ich brauche Licht. Das würde ich nicht empfehlen. Der Magister Technicus ist dir auf den Speicher gefolgt. Ein Funken und der Mehlstaub könnte sich entzünden. Wir benutzen den Effekt manchmal, wenn wir große Feuerbälle auf der Bühne erzeugen wollen. Ich denke, auf einen großen Feuerball können wir hier verzichten. Ja, Mehlstaubexplosion, das gibt's ja auch im echten Leben und ist ziemlich böse. Also allgemein Staubexplosion, auch Feinstaub und Zuckerstaub. Gucken wir uns mal die leere Stelle an. Du trittst auf die einzige Stelle zu, an der man im Lagerhaus die Bodenbretter sehen kann, und stutzt. Deine Stiefel rutschen leicht über den Boden, so als würdest du auf Matsch laufen. Tungdi! Der Magister Technicus betrachtet aufmerksam die Dachbalken über der leeren Stelle. Er greift an einen Balken und zerreibt etwas zwischen seinen Fingern. Du kannst nicht erkennen, was es ist. Also machst du es ihm nach und spürst nasses, vermodertes Holz, von dem du ganz leicht kleine Stückchen loslösen kannst.
Was macht ihr da? Der Mann mit der Wachstafel steht auf der Treppe. Er klingt halb wütend, halb erschrocken. Niemand darf sich hier aufhalten. Wenn sich niemand hier aufhalten darf, warum sind Sie dann hier? Und was tun Sie hier, wenn sich niemand hier aufhalten darf? Ich darf mich hier aufhalten. Es ist meine Aufgabe. Ich bin der Verwalter des Tempels. Gunther, mein Name. Ist Ihnen aufgefallen, dass das Dach an dieser Stelle undicht ist? Das Dach und der Boden sind feucht. Diese Wilden, es hat ihnen nicht gereicht, uns zu bestehlen. Sie mussten auch noch das Dach beschädigen. Vermutlich sind sie dort eingestiegen. Das Holz gammelt nicht erst seit gestern vor sich hin, guter Mann. Der Kopf des Verwalters nimmt eine tiefrote Farbe an. Sie sind da wohl Experte, oder? Mal angenommen, das Dach war an dieser Stelle schon länger undicht. Was wäre mit dem Saatgut in den Säcken direkt unter dieser Stelle passiert? Wäre es nicht vergammelt? Der Mann befeuchtet seine Lippen. Sein Blick schweift ziellos durch den Raum. Das Dach war in Ordnung. Ich lasse es wieder reparieren. Und jetzt raus hier! Alle weiteren Gesprächsversuche blockt der Verwalter unwirsch ab. Und auch als du mit Vater Malon drohst, hat das nicht den gewünschten Erfolg. Der Vater würde ihm vertrauen und er sei immer ein guter Gläubiger gewesen. Die schwere Tür des Lagers fällt hinter euch zu und ihr hört, wie von innen ein Riegel vorgeschoben wird. Dann reden wir mal mit dem Vater über die Sache. Er ist versunken vor dem Tempel, als könne er sich nicht entschließen, ob er reingehen solle oder nicht. Ja. Wie wichtig ist das gestohlene Saatgut für euch? Das Saatgut und die Vorräte tatsächlich gestohlen. Aber nur, um ihre Familie zu retten. Würdet ihr in dem Fall ein Auge zudrücken? Palandiel lehrt Großmut. Aber auch der muss Grenzen haben. Wir können nicht jedem helfen. Irgendwann bleibt nicht mehr genug für uns selber. Wenn Sie das Saatgut verkauft hätten, hätten die Bewohner Seegrunds also hungern müssen. Das vielleicht nicht. Noch nicht. Aber wenn wir immer alles weggeben, was wir haben... Niemand spricht von immer. Und niemand spricht von allem. Der Priester zuckt entschuldigend mit den Schultern. Er möchte es sich nicht mit seinen Schäfchen verderben. Was könnt ihr mir über die Stadt sagen? Was war zuerst hier? Der Tempel oder das Dorf? Oh, ein gutes Auge. Der Tempel ist in der Tat viel zu groß für ein so kleines Dorf. Er wurde auf den Grundmauern einer alten Festung erbaut, als hier in der Nähe Salz gefunden wurde. Das Dorf ist über die Jahre im Schatten des Tempels gewachsen. Hier leben gute Menschen. Aufrichtige und fromme Kinder Palandiels. Er wirft einen Blick auf die Stelle, wo die Frau umzingelt wurde. Warum kann man uns nicht einfach in Ruhe lassen? Der klingt eher wie nach einem Sektenanführer. Ja, das Speicher, das Dach im Speicher ist undicht. Wir haben vergammelte Holzbohlen gesehen. Schon wieder? Gunther hat das Dach doch erst im Sommer reparieren lassen. Hat er das? Wenn nicht, dürften Teile des Saatguts feucht geworden und vergammelt sein. Ausgeschlossen. Das hätte Gunther berichtet. Er prüft das Saatgut einmal im Monat und es gab keine Beanstandung. Der Priester hat nicht den geringsten Zweifel an dem, was er sagt. Häufig ein Zeichen dafür, dass jemand nicht nachgedacht hat. Du nickst zum Abschied und der Priester erwidert die Geste. Dann gibt's noch das Haus der Wache. Und noch bevor die Wachen wissen, wie ihnen geschieht, haben Boindil und Boendal sie in ein freundliches Gespräch verwickelt. Vor den Blicken der Wachen abgeschirmt, kannst du ungestört einige Worte mit der Beschuldigten wechseln. Wo sind deine Leute und wo ist die Beute? Warum bist du ins Dorf zurückgekehrt? Ich wollte noch einmal mit Vater Malon über das Saatgut verhandeln. Was blieb mir anderes übrig? Kaum, dass ich ankam, haben sie mich umzingelt und warfen mir den Diebstahl vor. Wo sind deine Leute und wo ist die Beute? Saatgut und die Vorräte hingebracht. Ich weiß nichts von Saatgut oder Vorräten, außer dass wir beides gebrauchen könnten. Ich sage es euch, ich bin unschuldig. In Ordnung, erzählt mir, was geschehen ist. Etwas antut. Aber wenn wir euch helfen sollen, müsst ihr uns die Wahrheit sagen. Die Frau blickt dir lange ins Gesicht. Dann lässt sie den Kopf sinken und als sie wieder aufblickt, hat sie Tränen in den Augen. Bitte, ich will nur zurück zu meiner Familie. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Tundil? Du hast Mitleid mit der Frau.
Du hebst die Hand, um den Mimen zum Schweigen zu bringen, und nickst der Frau zu, sie solle weitererzählen. Wir haben nach Saatgut gefragt und waren voller Hoffnung, als wir den gut gefüllten Speicher sahen. Aber wir hätten nicht mit der Niedertracht der Leute hier gerechnet. Ein langsames Klatschen ertönt hinter dir, das irgendwie höhnisch klingt. Irritiert drehst du dich zu Rodario um. Bravo, meine Teuerste, mit Tränen und allem. Dein Pech, dass ein Meister der Schauspielkunst anwesend ist. Nichts von dem, was sie erzählt hat, entspricht der Wahrheit, Tungdil. Sie lügt und spielt uns etwas vor. Nicht untalentiert für einen Amateur. Du erwartest, dass die Frau alles abstreiten würde. Doch als sie ihre Verblüffung überwunden hat, spuckt sie dem Schauspieler ins Gesicht. Und wenn schon, ich würde es wieder tun. Die Leute hier haben mehr, als sie brauchen, und meine Leute hungern. Ist das fair? Also, wo haben deine Leute das Saatgut und die Vorräte hingebracht? Warum bist du zurückgekommen, nachdem das Saatgut und die Vorräte gestohlen hattet? Zurückgekehrt, nachdem ihr das Saatgut und die Vorräte gestohlen hattet? Wir haben sie nicht gestohlen. Wir haben dafür bezahlt. Einen angemessenen Preis. Nur eben nicht an Vater Marlon. Ihr hattet Hilfe? 3 Dutzend Säcke Saatgut hat er uns versprochen. Als wir die Säcke in unserem Versteck öffneten, mussten wir erkennen, dass das meiste Korn vergammelt war. Er dachte, er käme damit durch. Die Frau blickt sich müde um. Und wie es aussieht, tut er es ja auch. Ich denke, ich weiß, wer euer Komplize war. Der Verwalter hat euch das Saatgut angeboten, nicht wahr? Spielt das eine Rolle? Ich habe keine Beweise, dass uns geholfen wurde. Und selbst wenn... Wenn ich zugebe, dass wir die Sachen haben, hänge ich noch heute an einem Baum und meine Kinder werden verhungern. Ich bitte euch, lasst mich gehen. Wir haben das Saatgut und die Vorräte gekauft. Vielleicht hätte er sie uns nicht verkaufen dürfen. Aber wir haben bezahlt und mit dem wenigen Korn, das wir anpflanzen können, haben zumindest einige von uns eine Chance, das Jahr zu überstehen. Ja, das letzte Mal habe ich eins von den oberen beiden gewählt. Ich lasse ihn mal einfach frei. Ich werde nur, weil ihr eure Familie durchbringen wolltet. Geht. Du öffnest die Tür. Die Wachen springen auf, greifen zu ihren Schwertern und lassen die Hände langsam wieder sinken, als sie die Äxte der Zwerge an ihren Kehlen spüren. Die Frau legt kurz ihre Hand als Zeichen der Dankbarkeit auf deine Schulter, bevor sie geduckt aus dem Wachhaus läuft. Ich hoffe, du weißt, was du da tust, Gelehrter. Rodarios in Falten gelegte Stirn gibt dir nicht das Gefühl, eine unumstrittene Entscheidung getroffen zu haben. Ja. Namora, folge ihr heimlich. Namora, Finde heraus, wo sie hingeht und stoße dann wieder zur Gruppe. Forgas will Einspruch erheben. Doch noch bevor ihm die richtigen Worte einfallen, hat Namora ihm einen Kuss auf den Mund gedrückt und ist um die nächste Hausecke verschwunden. Ihr verlasst das Wachhaus und du erklärst Vater Marlon, was ihr vorhabt. Du erwartest Protest, doch er scheint ganz zufrieden. Du vermutest, dass er dich für alles verantwortlich machen wird, wenn etwas schief geht und im Falle eines Erfolgs einen Teil davon für sich beanspruchen wird. Ja. Und ich kann hier immer noch keine Zwerge an- und abwählen. Was irgendwie blöd ist. Ja, ich kann aber mal den Schild wegnehmen. So. Und ich denke, ich speichere jetzt erstmal wieder. Am besten neuer Speicherstand. LP007. So. Und dann sehen wir uns gleich wieder.